Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Heute kümmern wir uns mal um das nächste Level in der Fraktion. Wir wollen Gladiator werden und dazu suchen wir uns die Quests und schauen mal, wie wir zum Gladiator werden. Also legen wir los. Wenn man hier bei seiner Fraktion oder der Fraktion seiner Wahl, jetzt in dem Fall hier bei den Marodeuren, das Maximallevel bzw. das Soldatenlevel maximal erreicht hat, dann kommt man ab, wenn man die 3000 Punkte voll hat, kommt man dann eben dazu, dass man den Gladiator freischaltet bzw. eine Quest freischaltet, dass man dann zum Gladiator werden kann. Und auch da ist es dann wieder so bei den Gladiatoren, dass man sich dann diese Quest quasi raussuchen muss. Es funktioniert ab Level 24. Dann geht es halt los, dann schaut man auf der Karte nach. Und zwar gibt es dann die Siedlung Entermesser Riff. Und da gibt es dann bei dem Marodeurskommandanten in dieser Siedlung die Aufgabe Gladiatorenprüfung. Wir waren im Low-Level-Bereich schon mal da und haben uns das schon mal angeguckt. Also unter Level 24 bekommt man die leider nicht. Das heißt, ich mache mich jetzt auf die Socken, ab in die Siedlung und nehme das mal an. Und dann geht es... Ja, wir gucken gleich nochmal genau. Irgendwo hatte ich es mir markiert. Dann geht es zu der Gladiatorenstelle. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. So, mal eben hinteleportiert hier in die City. Und schon sind wir hier angekommen. Jetzt gerade mal eben schauen. Genau, das war ja jetzt hier ein bisschen versteckt in der City. Und dann rennen wir hier einmal rum. Auch eine ganz schicke City, ey. Haben die echt geil gemacht. So einen schönen Marktplatz hier in der Mitte. Und da lungern sie aber auch schon rum, hier die ganzen Marodeure. Und hier sehen wir auch schon wieder das Zeichen, ne? Hier haben wir den Questgeber wieder. Und die quatschen wir mal eben an. Ich sehe nicht so hart aus. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich Stoffi bin. Schön mit meinen Stoffrüstungen, entspannt. Und eher auf Heal unterwegs bin. Und deswegen bin... Ja... Da quatscht die mich auch noch. Also, das ist ja... Ja, ich bin auch ein bisschen Klugscheißer, Alten. Also, Randa. Sag, was ich offenbar wissen muss. Bist du auf einen schmerzvollen Tod aus. Ja, Mann. Mach mich mal nicht so fettig. Empfohlene Stufe 25 steht hier. Na, das nehmen wir doch an. Aufgabe annehmen. Ha. So. Aufgabe angenommen. Und jetzt gucken wir mal direkt nach. Und es ist auch sofort hier. Also, das nehmen wir, heften das mal an. Dann sehen wir es auch gleich direkt. Und da haben wir es doch auch schon gelb markiert, Alten. Ich habe hier gerade jetzt die ganze Zeit rumgesucht. Hier oben ist es. Ganz links drüben quasi. Da ist die Quest in Königsfels, in dem letzten Schniepi hier unten. Das heißt, wir rennen mal eben darüber. Und dann schauen wir uns die Area da mal an. Oh mein Gott, Riesenalligatoren von allen Seiten, Alter. Tja, da muss man sich natürlich ein bisschen durchschlagen hier. Am besten einfach durchrennen. Nicht anhalten. Und dann ist man irgendwann hier in Königsfels. So, Endspurt, die letzten paar Meter. So, ich glaube, jetzt bin ich hier an der richtigen Stelle. Unterhalb des Schiffs. Irgendwie muss ich jetzt aber hier rein. Das sieht doch gut aus. Hier kriegen wir doch, kommen wir doch bestimmt irgendwie hoch. So, dann gehen wir da mal rein. Hat er uns? Der hat uns. Oha. Ich bin ja normal als Heiler unterwegs, teste gerade noch ein bisschen Frost. Weil ich Frost einfach so interessant finde hier genau mit dem. Guckt euch an, wie viel Schaden da reinballert. Ist halt super spannend. Aber ich muss sagen, trotz allem,
auf Heal. Und ich denke, auf Heal werde ich den auch gleich angreifen. Ist das einfach zu heftig. Wenn man da ein bisschen ausweicht und ein bisschen klarkommt, kann man mit Heal einfach wahnsinnig viel reißen. Und auch schadensmäßig ist es halt ganz okay. Ne? So. Okay, dann gehen wir... Oh, da ist noch eine Kiste, die nehmen wir doch direkt nochmal mit. Dann gehen wir da jetzt rein. Ich bin gespannt, wie schwierig der Dude ist. Nochmal ein schönes Beil. Level 23 hier, die kleinen Piraten. Das ist jetzt natürlich nicht so wild. Oh, da werden wir von hinten auch noch angegriffen. Den müssen wir natürlich auch noch platt machen. Oh, da werden... Oh, mehrere. Nicht, dass wir hier von mehreren Seiten gleich gesandwiched werden. Ja, mach mal. So, nochmal auch noch eben mit. Und wir wurden, glaube ich, gerade schon beschossen, kann das sein? Alter, ich habe ein blaues Rundschild gefunden. Ehrenhaft. Ha! Das ist er. Guck mal, der ist 25. Hallo? Der kann doch nicht so schwer sein. Oh mein Gott. Muss ich da auf dem Schiff bleiben? Oder ist er jetzt verbuggt? Man macht den auch verbuggt platt, ne? Hab ich kein Problem mit. Einfach doof, Alter. Oh ja, da wäre aber ein gepackt. Siehste, guck mal, die Dudes helfen noch mit. Ehrenhaft. Ist der explodiert? Der ist explodiert. Schön! Schön, schön. Das war relativ einfach. Das ging ziemlich schnell. Und jetzt nochmal ein bisschen drauf. Kriegen die Jungs nochmal ein bisschen Heal. Und dann schauen wir natürlich, ob es hier auch noch ein bisschen was anderes zu looten gibt. Auf dem Schiff hier. Oha. Die haben da hinten anscheinend noch eine Quest. Ne, hier ist eine Kiste tatsächlich. Also nehmen wir schön alles mit. Oh mein Gott. Leider einen Speer, aber auch noch schöne Handschuhe. Keine Waffe für mich. Speer, aber übelst auch eine meiner liebsten Waffen im Game. Speer macht richtig Bock, gerade mit dem Control, mit den Füßen wegziehen und so. Mega. Da wird sich ja einer aus der Company freuen. Ich hau nochmal mit drauf hier. Schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, und wir sind zurück hier beim Questgeber, beim Fraktionsgeber oder Questgeber. Und ja. Ja, ich habe ihn besiegt, tatsächlich. Ich hätte es auch fast selber nicht. Doch, ich hab's gewusst. Das war jetzt nicht ganz so schwierig. Mein Name ist auch noch zwei geholfen, aber der war auch schon echt gut platt. Also man kriegt ihn gut platt. Kein Problem. Und damit haben wir jetzt quasi Marode ansehen. Ja, Wolski, da haben wir es doch. Also ich hocke gerade genau davor. Hier haben wir es. Also Gladiator, hier sieht man es dann doch. 3000 Punkte sozusagen. Und dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Rang. Und das Schöne ist, mit den 5000 Punkten, die man jetzt schon vielleicht sogar zusammengespart hat, kann man sich zumindest direkt eine 20er Waffe in Blau holen. Ob sich das soweit lohnt, muss ich mir auch nochmal im Detail anschauen. Denn hier sind ja jetzt schon ein paar dickere Brocken gedroppt. Level 22er Sachen sogar, auch hier in Blau. Das ist natürlich heftig. Also ihr Lümmels, ran da an die Aufgabe, wenn das Ganze geholfen hat. Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.